Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar mit Backup und Recovery neue Umsatzpotenziale erschließen. Ich freue mich riesig auf dieses Thema heute. Bevor ich aber mit dem Webinar richtig anfange, möchte ich nur ganz schnell noch ein paar Dinge klären für GoToWebinar. Sie können Ihre Fragen gerne stellen oder Ihre Kommentare auch zu dem Thema, das wir heute besprechen. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Und das können Sie beides absenden in der Questions- oder Fragen-Sektion im GoToWebinar. Das ist da, wo Sie das kleine A sehen in den Bildern. Und dann haben wir auch ein Handout für Sie vorbereitet. Das ist unser neuestes White Paper zum Thema Managed Backup-Positionierung. Das finden Sie dort, wo das kleine B zu sehen ist, je nachdem, ob Sie die Desktop- oder die Web-Ansicht benutzen. Und dann, wir zeichnen das Webinar auf jeden Fall auf und versenden die Aufzeichnung nach dem Webinar. Geben Sie uns etwa einen Tag, bevor wir das per E-Mail rausschicken. Und dann ganz wichtig, falls Sie mich nicht hören können, ja, dann können Sie mich nicht hören. Aber dann hoffe ich, dass Sie zumindest dort sehen, dass da eventuell bereits was gesprochen wird und dass da irgendwas nicht stimmt am Lautsprecher oder dass der Ton nicht richtig eingeschaltet ist. Falls Sie auch generell Probleme einfach mit dem Ton haben während der Präsentation, gerne zu dem Go-To-Support, zu diesem Troubleshooting-Guide gehen. Da gibt es einige Varianten, die Go-To mit Ihnen durchgeht. Und dann funktioniert es hoffentlich bald wieder. Für das heutige Webinar werde ich Ihnen ein bisschen mehr über Backup-Umsatzpotenziale erzählen. Ich bin die Geschäftsführerin der Nova Backup Europe GmbH. Bin seit fast 20 Jahren in der Technologiebranche tätig und davon knapp 4 Jahre jetzt bei Nova Backup. Ich habe einige Zeit im Sales und Marketing gearbeitet. Ich bin immer noch für das globale Marketing verantwortlich. Und daher hatte ich viel Gelegenheit, mit Partnern zu sprechen, mit Partnern wie Ihnen zu sprechen, um von Ihnen zu lernen. Unter anderem Dinge, die für dieses Webinar doch sehr hilfreich sind. Denn in diesem Webinar wollen wir uns einmal die Möglichkeiten für Ihr Backup and Restore Geschäft uns anschauen, was Sie mit Backup and Recovery Software machen können. Vorab, ich kann Ihnen natürlich nicht vorschreiben, wie Sie Ihr Geschäft laufen lassen wollen. Das heißt, dieses Webinar ist wirklich sehr speziell auf Backup-Dienste fokussiert. Und ich möchte Ihnen hier quasi ein paar Ideen geben, wie Sie Backup and Recovery Software nutzen können, um potenzielle Einnahmequellen zu entdecken und zu verstärken. Und wie ich bereits gesagt hatte, das ist auch nichts, was wir uns hier ausgedacht haben. Das sind Informationen, die wir gesammelt haben, across the team. Das ganze Team hat dazu beigetragen, was wir von unseren Partnern und Kunden hören, und was wir auch so generell am Markt sehen oder was wir in Foren lesen, solche Geschichten. Das ist ein ziemlich breites Spektrum, worüber ich heute sprechen werde. Das heißt, manche der Ideen, die ich Ihnen hier zeige, sind vielleicht einleuchtend für Sie, vielleicht nicht so einleuchtend für andere Teilnehmer. Aber wir haben quasi versucht, das so vielen IT-Professionellen wie möglich, IT-Experten wie möglich verfügbar zu stellen. Wie das Webinar quasi aufgebaut ist, also wie wir das Webinar strukturiert haben, ist angelehnt an das, was wir im Markt sehen momentan und das, was wir von Kunden hören. Das heißt, vor langer Zeit mit dem ganzen IT-Geschäft, wie das angefangen hat, wir hatten IT-Anbieter, IT-Händler, die Software eingekauft haben, Hardware eingekauft haben und das dann entsprechend so weiterverkauft haben an den Kunden. Da gab es dann vielleicht noch Reparaturservices mit dazu. Aber in den letzten Jahren und aufgrund der wachsenden Kundenwünsche hat sich das mehr und mehr oder hat sich Wartung mehr und mehr hinzugefügt. Einfach die Wartung des täglichen Betriebs ihrer Kunden, Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, dass man dabei hilft und generell mehr ins Dienstleistungsgeschäft überwandert quasi. Egal, wie Sie sich als Firma nennen, ob Sie sich IT-Reseller nennen oder IT-Systemhaus nennen oder Managed Service Provider nennen, die Entwicklung selbst zu dem, hey, wir bieten mehr Dienstleistungen an, ist bei vielen Unternehmen zu beobachten, bei vielen IT-Unternehmen, mit denen wir uns unterhalten. Und letztendlich macht das Sinn, right? Von der Marktbewegung her, dass
hey, ich verkaufe eine Software und warte dann auf deinen Anruf, falls da ein Problem mit ist. Das ist halt für viele nicht nachhaltig. Und daher wollten wir dieses Webinar nutzen, um mit ihnen über Ideen zu sprechen, wie sie erstens mehr aus einem Backup-Geschäft machen könnten und zweitens aber auch, wie sie es sich leichter machen können, ihren Kunden ihren Wert, was ihr Fachwissen ist, zu präsentieren. So, wir fangen also mal mit diesen ersten beiden Kästchen an, Verkauf von Software und Mehrwert schaffen, und schauen uns mal an, was es da für Möglichkeiten gibt. Also, weiter oder Verkauf von Software. Das ist keine Hexerei, ne? Sie kaufen die Software ein. Das hängt jetzt vom Händler ab, vom Hersteller ab, was die Software kostet. Bei uns weiß ich das, sind das 299 im Jahr. Sie kriegen dann eine Partnermarge da drauf. Und das ist dann quasi Ihr Umsatz für diesen einmaligen Verkauf der Software. Was man jetzt machen könnte, da Sie ja bereits mit Ihrem Kunden über Backup-Software sprechen, kann man jetzt sagen, hey, anstelle nur der Software verkaufe ich dir eine komplette Lösung. Das heißt, wir unterhalten uns ja sowieso schon über die Backup-Software. Wie sieht es denn mit deiner Hardware aus? Wie alt ist die denn, deine Speicher-Hardware, deine Sicherungshardware? Wie alt ist die denn? Müssen wir die vielleicht auch mal austauschen? Brauchen wir vielleicht was Neues, um an moderne Datenschutzstandards uns anzupassen? Solche Geschichten. Das heißt, mit ein bisschen mehr Gespräch im Sales, mit ein bisschen mehr Gespräch mit dem Kunden, kann man den Kundenpreis erheblich anhöhen, weil man jetzt auf einmal mehrere Sachen verkauft. Und dann selbst mit der gleichen Marge haben sie dann einen wesentlich höheren Umsatz. Also, genau, quasi nur ein bisschen mehr Zeitaufwand, wesentliche Vergrößerung des Umsatzes. Da kann man jetzt noch einen Schritt weitergehen. Der Verkauf der Lösung mag dann zum Beispiel für einige Kunden vielleicht ein bisschen zu hoch sein. Die sagen dann, hey, ich habe jetzt gerade nicht die 2.999 € rumliegen. Das funktioniert leider nicht. Da gibt es dann also die Möglichkeit, hier jetzt dann zu sagen, hey, dann biete ich dir eine monatliche Zahlungsoption an. Hier bitte auf jeden Fall, falls Sie das nicht schon getan haben, mit Ihrer Buchhaltung sprechen oder mit der Person, die für Ihre Buchhaltung zuständig ist, weil es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt und das hat unterschiedliche Auswirkungen auf Ihre Buchhaltung. Eine Möglichkeit ist, das einfach als Zahlungsplan umzusetzen. Das heißt, am Ende des Tages, sobald alles abgezahlt ist, gehört dem Kunden die Hardware und die Software. Oder das als ein Leasing-Angebot umzusetzen. Sie haben sicherlich so Sachen wie Recurring Revenue oder Software as a Service oder solche Geschichten gehört. Und dann ist das quasi eine monatliche Abrechnung. Am Ende des Tages gehört dem Kunden das Gerät und die Software aber nicht. Es wird halt quasi angemietet, in Anführungsstrichen. Der Vorteil, egal ob Sie das als Zahlungsplan oder als Leasing anlegen, der Vorteil eines monatlichen Abrechnungsmodells ist Konsistenz und Sicherheit für Sie, weil Sie dadurch immer wiederkehrend jeden Monat einen bestimmten Umsatz haben. Wenn Sie eine Lösung verkaufen, ist das ein einmaliger Verkauf und das ist es dann. Bei monatlicher Zahlung haben Sie immer wiederkehrend einfach ein Einkommen, das es Ihnen hilft, stabiler zu arbeiten, weniger Risiken zu haben. Unter Umständen sogar weniger Kunden aufzunehmen, weil sie dann mehr Zeit mit den Kunden, die sie bereits haben, verbringen können, gezielteren Support, providen können und solche Geschichten. Und weil sie bei der monatlichen Zahlung, wie Sie das ja hier auf der Folie auch sehen, auf jeden Fall die Marge ein bisschen anheben sollten, weil das ja auch ein bisschen mehr Aufwand für sie ist, gibt es auf jeden Fall auch mehr Umsatz am Ende des Tages für sie. Das kann man jetzt noch weiterspinnen mit monatlicher Zahlung, insbesondere wenn Sie in den Leasing-Bereich gehen, könnten Sie Pakete zusammenstellen, die es Ihnen dann erlauben, die Hardware alle 3 Jahre zum Beispiel auszutauschen oder etwas anzupassen auf einer regulären Basis, damit der Kunde immer auf dem neuesten Stand ist und immer den neuesten Datenschutzstandards angepasst ist. Ein Hinweis hier für diese Geschichten, weil Sie vielleicht jetzt sagen, hey, monatliche Zahlung, dann muss ich doch aber vorab für Software und Hardware bezahlen. Und das ist tatsächlich so. Es gibt aber Varianten oder es gibt Hersteller, es gibt Leasingfirmen, sogar speziell für dieses Szenario, die es Ihnen erlauben, das nicht alles vorab zu bezahlen, sondern das genauso wie Sie Ihren Kunden das weitergeben, das selber so einzukaufen. Dass Sie das also quasi über ein Leasing einkaufen oder über einen Zahlungsplan einkaufen.
Manche Hersteller bieten das bereits an, oder wenn das ein Hersteller nicht tut, gibt es bestimmte Firmen, die ihnen das ermöglichen, das so umzusetzen. Auch wichtig bei monatlichen Zahlungsplänen, falls es möglich ist, automatisieren Sie die Zahlung so weit wie möglich. Weil das Letzte, was Sie wollen, ist, dass Sie jeden Monat Ihrem Kunden hinterher sind. Bitte bezahl die Rechnung, bitte bezahl die Rechnung. Sondern automatisieren Sie das, wenn das möglich ist. Für alle diese Optionen, für das Erste, was ich, die Folie davor, die ich gezeigt habe, und für diese Folie, auf jeden Fall nicht nur, of course, nicht nur Hardware und Software vertreiben, sondern Servicegebühren für Installationen und solche Geschichten immer mit einbinden. Das habe ich jetzt hier nicht in die Folie mit aufgenommen, weil das zu viel hinzugefügt hätte, aber definitiv nicht. Installation, Gebühren, Maintenance, all solche Geschichten kommen natürlich noch oben drauf und sollten auch immer entsprechend berechnet werden. Ein großer Vorteil hier, wenn es um Verkauf einer Lösung geht, ein großer Vorteil hier ist, dass Sie festlegen, welche Software und welche Hardware und oder welche Hardware Sie verkaufen möchten. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen persönlich ist, aber was ich auf jeden Fall von Partnern gehört habe, ist die Konversation mit, wie kriege ich das aus meinen Kunden raus, dass die mir sagen, hey, bei Mediamarkt habe ich das aber für den Preis gesehen. Oder hey, ich habe da drüben in dem Laden oder mein Nachbar hat oder sonst was. Hey, ich habe hier was gefunden, kannst du das für mich kaufen und dann auch unterstützen? Und das ist ein Problem, insbesondere wenn das alle ihre Kunden machen, weil sie dann auf einmal mit NAS-Speichern und was weiß ich nicht was arbeiten, von denen sie vielleicht noch nichts gehört haben, von Herstellern, mit denen sie vorher noch nicht gearbeitet haben. Bei NAS-Speichern vielleicht nicht so spannend, weil die sind alle ziemlich gleich aufgesetzt, aber wenn es um Backup-Software geht oder wenn es um kompliziertere Hardware-Software geht, dann sind Sie derjenige, der dann auf einmal alles lernen muss und dann herausfinden muss, wie funktioniert denn das jetzt? Wie supporte ich denn jetzt meinen Kunden mit der Lösung, die mein Kunde jetzt angefragt hat? Wenn Sie das also umdrehen und wie gesagt mehr auf Lösungsverkauf schauen und dem Kunden sagen, hey, ich sage dir, welche Software, welche Hardware ich dir zur Verfügung stelle, dann haben Sie die Oberhand da drauf. Dann haben Sie die Möglichkeit, immer dasselbe zu verkaufen quasi und damit einen Experte in der Lösung zu bekommen. Es fällt Ihnen dann viel einfacher, die Sachen zu installieren, zu warten. Wenn mal eine Frage reinkommt, ist es viel leichter für Sie herauszufinden, wo das Problem hier ist. Sie können sich fokussieren, ist quasi, was ich hier versuche zu sagen. Wenn Sie sagen, hey, das ist die Lösung, die ich vertreiben möchte, das ist das, was ich hier vertreiben möchte, wissen Sie ganz genau, wie die Sachen funktionieren und Sie setzen immer wieder dasselbe auf. Und das ist dann ein Mehrwert für Sie definitiv, weil Sie dann, wir sprechen ja hier speziell für Backup-Lösungen, Sie Ihre Sicherungsstrategie festlegen können. Sie können sagen, das ist meine optimierte Sicherungsstrategie, die ich bei jedem Kunden so einsetze. Das ist die Häufigkeit, wie ich Image-Backups, Voll-Backups, differenzielle Backups laufen lasse. Klar, da muss ein bisschen Freiraum für Customization sein, um das zu optimieren, je nachdem, was Sie für Kunden haben. Aber die Basis bleibt die gleiche. Zwischengedanke hier. Wir haben noch ein zweites Webinar am 28. März, wo wir speziell über Sicherungsstrategien, Wiederherstellungsstrategien und solche Geschichten sprechen. Melden Sie sich dafür gerne an. Ich kopiere Ihnen einmal den Link hier in den Chat und dann können Sie das entsprechend sich da anmelden. Das ist am 28. März um 14 Uhr. Und da gehen wir ein bisschen mehr auf dieses Thema ein, um zurück zu diesem Webinar zu kommen. Wie gesagt, wenn Sie sich also fokussieren, selbe Hardware, selbe Software, Sie wissen genau, wie Sie die Sicherungsstrategie einrichten müssen. Sie können das bei jedem Kunden ab einem Zeitpunkt im Schlaf machen. Das heißt, Sie bekommen der Experte, Sie werden der Experte für diese Lösung, die Sie an Ihre Kunden verkaufen. Das bildet Vertrauen und es spart Ihnen Zeit. Das heißt, Sie verbringen weniger Zeit bei der Installation, Konfiguration. Sie verbringen weniger Zeit damit, Fehler zu beheben. Sie wissen unter Umständen viel schneller, was der Fehler unter Umständen ist, falls einer auftritt. Und das alles zusammen erlaubt es Ihnen dann auch mehr proaktiv mit Ihren Kunden zu arbeiten. Wie gesagt, anstelle darauf zu warten, dass Ihr Kunde anruft mit, hey, ich habe hier ein Problem. Sie haben die Möglichkeit, nun proaktiv auf Ihre Kunden zuzugehen und mehr Services anzubieten, mehr für Ihre Kunden da zu sein.
Und ich habe hier einfach mal ein Beispiel, dass einer unserer Partner, Entschuldigung, einer unserer Partner in Ein-Mann-Unternehmen, er fokussiert sich Tatsache auf Unternehmen, die lokal sind, die also nahe dran sind, dass er nicht so weit fahren muss. Und er arbeitet nur mit einer Handvoll Anbietern zusammen. Also für jedes Problem hat er einen Hersteller, den er benutzt, einen Anbieter für die Datensicherung, das sind wir. Er arbeitet mit einem Hardwarehersteller zusammen, er hat nur ein Antivirenprogramm im Service, er hat eine Firma für Sicherheitskameras und solche Geschichten. Und das macht er jetzt seit Jahren schon so. Und auf diese Weise, was dazu führt, dass wenn seine Kunden anrufen und sagen, hey, ich habe hier ein Problem, weiß er sofort, was das Problem ist und kann das beheben. Das heißt, er hat ein richtiges Vertrauensverhältnis mit seinen Kunden erstellt, so weit sogar, dass seine Kunden diejenigen sind, die ihn weiterempfehlen und sein Geschäft über die Jahre durch Mund-zu-Mund-Propaganda Tatsache gewachsen ist. Er hat noch nicht mal eine Webseite. Aber er ist sehr erfolgreich. Er hat seine Familie versorgt und er hat sogar am Wochenende Zeit, angeln zu gehen und sein Geschäft läuft super. Und das, weil er gesagt hat, hey, ich biete nur ganz bestimmte Sachen an und das ist für ihn auch sehr, sehr wichtig. Ich biete nur ganz bestimmte Sachen an, damit ich immer ganz genau weiß, was ich hier tun muss und wie ich meinen Kunden helfen kann. Das geht für ihn übrigens in beide Richtungen, einmal zum Kunden, aber auch zum Hersteller. Er hat mit jedem Hersteller eine sehr enge Beziehung. Er hat einen direkten Draht zum Support. Er braucht sich nicht durch Tier 1 Support mit den ganzen Skripten durcharbeiten, sondern kann direkt sagen, hey, das bin ich und ich habe hier den Kunden und der Support-Kollege. Bei uns ist das definitiv so. Der Fire hat dann seine Support-Ansprechpartner, die wissen ganz genau, was bei ihm los ist und können dann aufs System draufsteigen und schauen, was da los ist und ihm super schnell helfen. Und das ist für ihn effektiv quasi dann in beide Richtungen Hersteller und Kunde. Ein weiteres Beispiel für Fokus im Speziellen ist Industriefokus. Also wenn man sich jetzt auf eine spezielle Branche quasi fokussiert. Und das ist jetzt nicht nur einer unserer Partner, sondern wir haben tatsächlich mehrere Partner. Ich weiß nicht, was es mit Zahnärzten auf sich hat, aber wir haben relativ viele Partner, die sich auf Zahnärzte fokussieren und Tatsache nur die IT oder generell die Ausstattung für die Zahnärzte in der Umgebung übernehmen. Und das ist von kleineren Unternehmen zu, wir haben einige unserer Partner sind größere Unternehmen, die weltweit sich um Zahnärzte kümmern. Und für die meisten dieser Partner fing es eigentlich sogar an mit, hey, wir verkaufen jetzt den Zahnarztstuhl oder wir verkaufen dir jetzt das Zubehör, was auch immer. Ich weiß nicht, wie das fachlich alles richtig heißt bei einem Zahnarzt. Wir verkaufen dir diese Sachen. Und das hat sich dann so entwickelt, dass der Zahnarzt oder die Zahnärzte irgendwann gefragt haben, hey, kannst du mir auch den Computer besorgen? Kannst du mir jetzt auch den Drucker besorgen? Zu Dienstleistungen mit, hey, kannst du mir jetzt helfen, den Computer zu installieren? Kannst du mir helfen, den Computer zu warten? Und solche Geschichten. Und das hat diesen Partnern geholfen, weil sie immer nur mit Zahnärzten zusammenarbeiten, wirklich das Geschäft dieser Kunden zu verstehen. Die verstehen, dass die anderen spezifischen Geräte sehr speziell sind. Die sind sehr teuer und müssen auf einer, in einer ganz bestimmten Weise eingestellt werden. Die wissen ganz genau, hey, da ist ein neues Software-Update von Medatex draußen, das muss ich jetzt installieren. Das heißt, so wie diese Partner an die Kunden rangehen, ist immer mit, die verkaufen ihre Expertise und sie bieten ihr Fachwissen an. Und es geht nicht um, hey, ich kaufe jetzt mal ein paar Zahnpicks, sondern nein, es ist das Gesamtpaket, was hier Tatsache zählt. Was die Fokussierung ihnen auch, oder wo die Fokussierung ihnen auch bei hilft, da kommt die monatliche Abrechnung mit ins Spiel, genauso, die wir ganz am Anfang, über die ich ganz am Anfang kurz gesprochen hatte, ist, dass sie mehr Zeit haben, jetzt einen extra Service anzubieten, proaktiv zu sein, die extra Meile zu gehen. Der Fokus und monatliche Abrechnung zusammen ermöglicht es ihnen, regelmäßig mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Es gibt ihnen die Möglichkeit zu Up- und Cross-Sell, was das heißt, ist, dass sie dann andere Sachen anbieten können, über andere Sachen sprechen können, die sie eben anbieten können. Was ganz wichtig ist, wenn sie regelmäßig mit ihren Kunden sprechen, das ist es, was es das Vertrauen schafft, ne? Das Vertrauen dann in ihr Wissen, das Vertrauen, dass, auch weil Technologie ja immer komplizierter wird, das Vertrauen, dass sie das entsprechend handhaben. Der Kunde
Man muss sich ja auch mal überlegen, wer denn so typischerweise ihre Kunden sind. Das sind ja normalerweise kleine Unternehmen, Privatkunden und so weiter, die keine eigene IT haben. Sie sind quasi die IT-Erweiterung für diese Kunden. Das heißt, dieses ganze Verständnis für diese ganzen Regularien, für alles, was dazukommt, das haben sie. Ihr Kunde braucht da nicht 5, 6, 7 IT-Leute anstellen, sondern erledigt das alles über sie. Und das heißt, sie haben dann die Möglichkeit, ihren Mehrwert mit anzubieten und dafür auch bezahlt zu werden, weil das ist ihr Recht, das sollten sie auch tun, sie sollten dafür berechnen. Und da fällt mir eine Geschichte ein, hat nichts mit IT zu tun, sondern meine Waschmaschine hat einfach nicht mehr funktioniert. Vor einem halben Jahr Waschmaschine kaputt. Und ich sitze hier und denke, großartig, Wochenende ist Waschtag. Ich muss jetzt hier meine Wäsche waschen, was mache ich denn jetzt? Und Garantie war natürlich schon ausgelaufen, solche Geschichten. Mein Mann hat dann einen Techniker angerufen, der kam hier und es hat Tatsache nur 20 Minuten gedauert und alles hat gelaufen. Für die 20 Minuten hat er uns 200 € in Rechnung gestellt und das war ungefähr 50 € für das Teil selbst, ein kleiner Motor, der ausgewechselt werden musste. Und der Rest war sein Mehrwert, weil er wusste ganz genau, er kannte die Maschine und er saß dann mit meinem Mann zusammen und hat gesagt, ich weiß ganz genau, was das ist. Das ist der Motor, der da hinten, da ist wahrscheinlich irgendwas drauf, das den Motor jetzt zerstört hat. Das muss ich nur einmal schnell auswechseln. In ein paar Minuten könnt ihr wieder Wäsche waschen. Und das war Tatsache genauso der Fall. Und für sowas bezahle ich gerne, weil das hat es vermieden, dass ich eine neue Waschmaschine jetzt kaufen musste oder dass ich jemanden hier hatte, der Stunden vielleicht mit der Waschmaschine verbracht hat und die in einem schlimmeren Zustand zurückgelassen hätte, als es bevor derjenige dann oder diejenige dann hingekommen ist, um das zu reparieren. Jemand, der keine Ahnung hat, was mit dieser Maschine los ist. Oder aber halt, dass ich eine komplett neue Maschine hätte kaufen müssen und wesentlich mehr dafür hätte ausgeben müssen. Und das ist übersetzt für Sie genau das Gleiche. Sie wissen ganz genau, welche Schraube Sie drehen müssen, welches Teil ausgetauscht werden muss. Und dafür können Sie Gebühren verlangen. Und was unsere erfolgreichsten Partner oder was wir auch sehen, was immer mehr Partner auch Tatsache machen, ist, dass sie davon weggehen zu sagen, hey, ich verkaufe dir in Anführungsstrichen nur eine Backup-Software zu mehr, ich biete dir eine Dienstleistung an. Und ich gebe Ihnen hier auch noch ein Beispiel. Das ist tatsächlich so, wie es auf der Webseite eines unserer Partners wiederzufinden ist. Das ist ein amerikanischer Partner in dem Fall, aber der berechnet 500 € im Monat für zahnmedizinische Betreuung. Gern wieder ein Partner, der Zahnärzte betreut. Und alles, was Sie hier auf der Folie sehen, ist in diesem Paket inbegriffen. Interessanterweise, dieses Paket gab es nicht von Anfang an für diesen Kunden. Ganz am Anfang, also die sind Partner von uns jetzt, ich glaube 5 oder 6 Jahre sind die unser Partner. Und damals, als wir mit dem Partner angefangen haben zu arbeiten, hatte er noch Einzelservices verkauft. Das heißt, er hatte dann quasi so eine Liste mit, hey, du kannst dir Antivirus bei uns haben, du kannst Cloud-Backup bei uns haben, du kannst eine verschlüsselte E-Mail, die ganzen individuellen Sachen waren einzelne Punkte, die der Kunde dann sagen könnte, ich möchte das, das und das, aber nicht die anderen 5 Sachen. Und vor ungefähr 1,5 Jahren hat dieser Partner gesagt, das wollen wir nicht mehr. Das ist viel zu viel Aufwand. Da ist stundenlang müssen wir mit den Kunden darüber sprechen, warum die diese ganzen einzelnen Sachen Tatsache brauchen und warum dieses Gesamtpaket wichtig ist und warum sie jetzt hier nicht knausern sollten. Und das ist einfach für das Team zu aufwendig. Das heißt, vor 1,5 Jahren haben die gesagt, okay, wir verändern jetzt, wie wir es hier anbieten und wir bieten nur noch dieses monatliche Festpaket an. Und das ist auch Tatsache das einzige Paket, was die für IT-Services jetzt noch anbieten. 500 € im Monat und du, lieber Kunde, lieber Zahnarzt, du kriegst all das. Das ist es. Kein Wenn und Aber. Wir verändern hier nichts am Preis. So bieten wir das an. Und da wir, wie gesagt, auch sehr eng mit dem Partner zusammenarbeiten, haben wir gesehen, dass am Anfang, als sie umgestellt haben, deren Umsatz ein bisschen eingedippt ist, weil einige Zahnärzte gesagt haben, hey, wir wollen keine 500 € im Monat bezahlen, das ist viel zu viel. Wir suchen uns jetzt einen anderen IT-Anbieter. Das heißt, das ist dann ein bisschen eingedippt, der Umsatz. Jetzt nach 1,5 Jahren sehen wir aber, das dreht sich so langsam um. Die Zahnärzte kommen jetzt zurück und sagen, ja, okay, ich bezahle das. Ich verstehe deinen Mehrwert. Wir haben das mit einem anderen IT-Anbieter versucht. Der hat keine Ahnung von Zahnärzten und wir mussten ihm erklären, wie unsere Ausrüstung hier gewartet werden muss. Und da haben wir keine Zeit für. Also dafür sind wir einfach nicht die Experten. Dafür bezahlen wir ja jemanden. Und wir sehen das, dass dieselben Kunden jetzt nach und nach zurückkommen zu dem Partner und diesen Service annehmen und sagen, ja, verstehe ich, macht Sinn.
lass uns weiter zusammenarbeiten, als wäre nie was passiert. Und wir gehen weiter. Das ist jetzt natürlich ein sehr spezielles Paket für jemanden, der denselben Kunden hat oder dieselben Kunden hat. Da ist es sehr einfach zu sagen, hey, ich habe hier ein Paket und nichts anderes. Falls das für Sie keine Möglichkeit ist, gibt es die Variante eines gestaffelten Dienstleistungsmodells. Also wenn Sie jetzt unterschiedliche Typen von Kunden haben. Und da kann man natürlich jetzt verschiedene Optionen anbieten. Was Sie hier auf der Folie sehen, ist sehr speziell für Backup. Wie Sie in der Folie vorher gesehen haben, in dem Fallbeispiel, das Service-Paket würde nicht nur Backup enthalten. Das Service-Paket sollte andere Dienste enthalten, Remote-Services, E-Mail, was auch immer, Antivirensoftware, alles, was Sie normalerweise denken, ein Kunde braucht, das Gesamtpaket, das sollte in Ihrem Dienstleistungsmodell mit drin sein. Wenn es aber speziell zu der Backup-Seite dieses Dienstpaketes kommt, können Sie verschiedene Varianten anbieten. Und das hängt eben von Ihrem Kunden ab. Sie können zum Beispiel sagen, hey, ich möchte vierteljährlich oder monatlich auf dein System schauen, möchte sicherstellen, dass alle neuen Programme im Backup-Job eingebunden sind. Ich möchte sicherstellen, dass alle Backup-Jobs super laufen und dass da nichts los ist, dass der Backup-Speicher nicht voll ist, solche Geschichten. Restore-Checks, Wiederherstellungschecks. Ich möchte sicherstellen, dass die Wiederherstellung läuft, weil ohne Wiederherstellung ist das ganze Backup ja hinfällig. Ich möchte das bitte einmal regelmäßig machen. Sie könnten so Sachen wie Backup-Management, dass Sie alles für Ihre Kunden managen und dass der Kunde gar keinen Zugriff mehr auf das Backup hat, mit anbieten. Wenn Sie nicht nur lokales Backup für Ihre Kunden anbieten möchten, sondern auch Cloud-Backup, können Sie da verschiedene Stufen mit einem Cloud-Bucket quasi anbieten. Solche Geschichten. Ja, wie gesagt, das ist nur eine Idee, was es an Möglichkeiten gibt. Wie gesagt, nochmal Hinweis auf das Webinar am 28. März. Da sprechen wir ein bisschen mehr über, was genau ist denn ein Wiederherstellungscheck, was genau sollten Sie da inkludieren, solche Geschichten. Also gerne auch an dem Webinar dran teilnehmen. Eine Sache hier, die monatliche Gebühr habe ich hier mit Absicht nicht aufgeführt, weil das wirklich davon abhängt, was Sie für Kunden haben. Es ist also schwer für mich zu sagen, hey, das ist eine monatliche Gebühr, die Sie anbieten können, weil ich nicht weiß, wie Ihr spezielles Business aufgesetzt ist, wie Ihr spezielles Geschäft aufgesetzt ist. Vorschlag für, um so ein Dienstleistungsmodell aufzubauen, insbesondere mit mehreren Tieren. Vorschlag ist hier, dass Sie sich hinsetzen und sagen, genau, okay, ich habe das bezahle ich für die Software, das bezahle ich für die Hardware, für das gesamte Dienstleistungspaket, wie gesagt, nicht nur Backup, sondern das gesamte Dienstleistungspaket. Das ist, was ich dafür für die Software-Hardware bezahle. Das ist, was mein Stundensatz ist, um eine Wiederherstellung durchzuführen. Wenn ich das jährlich mache, brauche ich ungefähr so und so viel Zeit. Das heißt, das würde ich dann berechnen für den Stundensatz. Wenn ich das aber monatlich mache, habe ich monatlich weniger Aufwand. Das heißt, mein Stundensatz wäre geringer und so weiter und so weiter. Und dann haben Sie eine Liste von, das sind meine Kosten. Definitiv eine Marge obendrauf setzen. Sie brauchen definitiv den Teil natürlich auch. Und dann haben Sie einen monatlichen Preis, den Sie zusammensetzen können. Genau. Und dann können Sie überlegen, okay, was haben Sie so für Kunden? Was macht das Sinn? Es ist wirklich wichtig, dass Sie wissen, was sind denn das für Kunden, die ich habe? Was ist denn der typische Kunde, den ich betreue? Sind das mehr Privatkunden? Sind das kleinere Firmen, die nicht so große gesetzliche Regelungen haben, oder sind das Firmen im Gesundheitswesen als Beispiel, die Tatsache sehr stringente Richtlinien haben, wenn es um nicht, wie gesagt, nicht nur Datensicherung, sondern auch andere Sachen geht? Und so kann man dann das Paket entsprechend zusammenstellen. Wenn Sie dann schon an dem Punkt sind mit dem, hey, ich habe hier ein Dienstleistungspaket, was das auch für Sie tut, ist, dass das die wie Sie auf dem Markt auftreten quasi, sich ändert von, hey, hier ist eine Software für dich, lieber Kunde, zu, ich bin deine IT-Abteilung und ich stelle sicher, dass gesetzliche Vorschriften eingehalten sind, dass dein Backup läuft und alles überwachend ist, dass die neuesten Versionen alle installiert sind. Schutz vor Cyberbedrohungen, das, keine Ahnung, all solche Sachen, dass ich immer wieder teste, dass die Backups auch funktionieren. All so eine Sachen, all das ist, was ich für dich mache. Und das ist dann quasi, ich habe hier das Sprichwort sich ins gemachte Nest setzen. Das ist das, was Sie für Ihren Kunden anbieten. Ihr Kunde braucht sich quasi nur noch bequem ins gemachte Nest legen,
zurücklehnen, entspannen, sich keine Sorgen mehr machen. Sie übernehmen das. Das ist dann, was sie verkaufen. Es ist sie, ihr Mehrwert, ihr Fachwissen, ihre Expertise. Und die Software und die Hardware ist dann nur noch kind of nebenbei. Das interessiert den Kunden dann auch gar nicht mehr. Es geht dem Kunden dann nur darum, dass, was auch immer sie anfassen, dass das alles laufen wird. Und falls es mal Probleme gibt, sind sie da, um diese Probleme zu lösen. Und das hilft auch, wenn wir jetzt mal kurz Marketing sprechen. Ne? Wenn Sie zum Beispiel auf der Webseite sowas haben heute wie Backup muss dabei sein, mit so ein bisschen Angst und Unsicherheit arbeiten mit, wenn Sie kein Backup haben, das ist ja wie Ihre Versicherung und wenn die Daten dann verloren gehen, geht Ihr Geschäft flöten. Das ist ja keine so die typische Ansprache für Backup momentan. Das können Sie dann ändern, weil Sie dann nicht mehr das für Antivirensoftware und Backup und diese ganzen einzelnen Sachen machen müssen, sondern stattdessen auf der Webseite eine Checkliste erstellen können, die sagt, hier ist der Mehrwert, den ich dir, lieber Kunde, biete. Und der Mehrwert ist, alles ist sicher, Datenschutzrichtlinien sind eingehalten, bla 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 bla. Ja, das ist kind of die Zusammenfassung von, wie man von hey, ich verkaufe eine Software und was es da für Möglichkeiten gibt, Mehrwert zu schaffen, bis hin zu, ich stricke das als Dienstleistungspaket zusammenfassen kann. Das Dienstleistungspaket bietet dann natürlich auch Vorteile wie, es ist einfacher zu verkaufen, das Gespräch mit dem Kunden ist viel einfacher. Sie nehmen dem Kunden quasi die Argumente aus der Hand mit, hey, ich habe das hier aber bei MediaMarkt billiger gesehen, weil MediaMarkt bietet keine Dienstleistung an. Es ist nicht mehr, Sie können nicht mehr, wie heißt das so schön, Äpfel mit Äpfel vergleichen, sondern Sie präsentieren Ihren Mehrwert und stehen dadurch aus der Menge heraus. Abschließend noch ganz kurz ein bisschen was über uns. Wie Sie sicherlich festgestellt haben, wir sind eine Backup- und Restore-Software, die sich sehr viel mit Backup und Restore beschäftigt, nicht nur mit der Software selbst, sondern auch, wie wir unseren Partnern wie Ihnen helfen können, Ihr Geschäft so einfach wie möglich zu gestalten. Ich habe gerade viel über die verschiedenen Modelle, wie man Backup und Restore-Software anbieten kann, erzählt. Und wir unterstützen Sie, egal welches Modell davon für Sie interessant ist oder welche Variante Sie vielleicht dafür benutzen möchten, da wir sowas wie jährliche und monatliche Gebühren anbieten. Das heißt, je nachdem, wie Sie es an Ihre Kunden weiter berechnen, können wir das entsprechend anpassen. Also jährliche und monatliche Abos oder Subscriptions. Wir bieten Ihnen an eine Lösung für lokale Backups und Cloud-Backups. Sie können das sogar managen für Ihre Kunden und verwalten für Ihre Kunden nur lokal oder lokal und Cloud-Backup. Sie können das selber hosten, Sie können uns hosten lassen, all solche Geschichten, die wir Tatsache mit anbieten, um Ihnen das Geschäft leichter zu gestalten. Wir wollen Ihnen keine Steine in den Weg legen, right? Und unser Vorteil ist es und unsere Erwartung an uns selbst ist es, dass wir Ihnen das Geschäft so einfach wie möglich machen. Wenn Sie noch mehr hören möchten, Sie sehen den kleinen Banner Willkommen zum World Backup Day. Der ist am 31. März. Super Erinnerung an die Wichtigkeit von Backups und an die Notwendigkeit von Backups. Wenn Sie also mehr darüber lesen möchten, über World Backup Day und auch noch ein bisschen mehr von uns hören möchten, da sind auch die Links, da ist auch der Link nochmal für das Webinar am 28. März. Da wird dann auch die Aufzeichnung für dieses Webinar hinterlegt sein, ein paar andere Materialien, die Sie sich herunterladen können. Gehen Sie gerne einmal auf die Seite und die verlinke ich Ihnen auch einmal im Chat, dass Sie sich darauf einmal anmelden können. Die Seite wird bis zum 31. März quasi verfügbar sein und dort finden Sie alle Informationen, auch Partnerdeals, die wir gerade am Laufen haben, solche Geschichten. Und dann, falls Sie Fragen haben, ich weiß, das war jetzt ein Webinar, wo Fragen vielleicht ein bisschen spezieller für Ihr Geschäft sind und ein bisschen schwerer sind, die allgemein zu beantworten. Aber schicken Sie gerne eine E-Mail an partners@novabackup.de. Das ist unsere deutsche E-Mail, unter der Sie uns erreichen können. Sie können mir gerne auch im Chat Fragen hinterlegen. Ich schaue mal, ob die Sinn machen, die öffentlich zu beantworten. Wenn nicht, melde ich mich bei Ihnen zurück und dann können wir einfach direkt einmal telefonieren und darüber sprechen. Und dann ja, hoffe ich, dass Ihnen das Webinar ein paar gute Ideen gegeben hat. Und gerne nehmen Sie sich jetzt die Zeit, die Fragen in den Chat zu stellen. Ich schaue gerade mal, ob hier schon was drin ist. Sekunde.
Da ist eine technische Frage drin vom Anfang, die gebe ich an die technischen Kollegen weiter. Das heißt, da kommen wir dann nochmal zurück und da sind mehrere technische Fragen, sehe ich gerade. Super, danke, auf die komme ich auf jeden Fall alle zurück über die Kollegen. Das heißt, da melden wir uns im Nachgang des Webinars bei Ihnen. Genau, und dann war hier eine Frage, wenn man so ein Dienstleistungspaket hat, wie sollen wir. Was sind Argumente, um dem Kunden zu erklären, dass er mehr bezahlen soll für identische Leistungen? Also das Fallbeispiel, was ich gezeigt hatte, war nicht zwingend mehr bezahlen für identische Leistungen, sondern die haben das Konzept umgestellt. Das heißt, am Anfang oder wie gesagt, bis vor 1,5 Jahren hatten die Kollegen dort einzelne Sachen. Das heißt, die haben dann Antivirus-Software für, ich erfinde jetzt Preise, Antivirus-Software für 25 Euro im Monat, Cloud-Backup für 100 Euro im Monat. Überwachung für so und so viel Euro im Monat. Die hatten diese Einzelpakete, das heißt, der Kunde konnte diese Einzelpakete auswählen und hatte dann quasi die monatlichen Kosten variierten für deren Kunden. Und die haben das quasi umgestellt und gesagt, anstelle von Einzelsachen, die wir hier verkaufen, verkaufen wir ein Gesamtpaket. Das heißt, all diese Sachen sind da drin inklusive und der Preis ist dann quasi identisch, als wenn ein Kunde alle einzelnen Sachen ausgewählt hätte. Das war jetzt speziell für diese Fallstudie. Wenn Sie jetzt aber sagen, hey, ich möchte ein Dienstleistungspaket anbieten und das wird mehr für meine Kunden sein, wie gesagt, das ist dann die Verargumentierung des, verkaufen Sie Ihren Mehrwert. Sprechen Sie nicht über, hey, du kriegst genau diese Sachen und du kriegst diese Software für den Preis und diese Hardware für den Preis und dann sind das die Stundenkosten, sondern es ist der Mehrwert, dass Ihr Kunde quasi nichts mehr zu tun hat. Genau, dieses ins gemachte Netz setzen. Ihr Kunde braucht sich um nichts mehr Sorgen machen. Sie sind derjenige oder diejenige, die sich um alles für den Kunden kümmert. Das ist quasi so ein Komplettpaket. Und das haben wir zumindest so von unseren Partnern, die das Tatsache so umgesetzt haben, gehört, dass das funktioniert. Wie gesagt, das kommt zusammen mit Vertrauen und dass Sie dann, weil Sie das Fachwissen haben, dem Kunden einfach zeigen mit, hey, wenn Probleme da sind, bin ich schnell für dich da und all solche Geschichten. Super, okay. Das sieht so aus, als wären das momentan die Fragen, die ich hier im Chat hätte. Wie gesagt, gerne eine E-Mail schicken mit weiteren Fragen. Ich bin auch gerne bereit, mit Ihnen einmal telefonisch mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen und einfach mal direkt mit Ihnen zu sprechen. Vielleicht Fragen, die Sie speziell für Ihr Geschäft haben. Und dann hoffe ich, dass das Webinar hilfreich für Sie war und Ihnen ein paar Ideen gegeben hat, was Sie für Ihr Geschäft und für Ihre Kunden umsetzen können. Und dann hoffe ich, dass Sie noch einen schönen restlichen Donnerstagnachmittag haben. Vielen Dank fürs Teilnehmen und bis bald.